Willkommen zum dritten Teil von Love Yourself und heute haben wir den letzten Teil, wo es um die Akkorde geht. Wenn du ja den heutigen Teil spielen kannst, dann kannst du das gesamte Stück mit den Akkorden begleiten und ab den nächsten Videos machen wir dann die Melodie. Pass auf, es geht um den Refrain. Beim letzten Mal haben wir geändert mit und dann geht der Gesang los. 'Cause if you like. Ja, und dann bei like fangen wir an mit den Akkorden und pass auf, ich spiele dir das einmal ungefähr vor. Wie man es theoretisch spielen kann, das ist jetzt erstmal sehr umfangreich. Ich werde dazu gleich ein bisschen mehr sagen. Nämlich im Refrain wird es ein bisschen tricky, was den Rhythmus angeht. Ja, der groovt sehr. Wir können das genau so, wie die Gitarre das spielt, auf dem Klavier nicht umsetzen. Aber vielleicht sogar cooler. Also, ich spiele mal eine fortgeschrittene Version. Also, das ist dann quasi 'cause if you like the way you look so much, oh baby, you should go and love yourself. Yes, do 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 do. So was war jetzt darin umfangreich. Ich habe nicht nur die Akkorde gespielt, sondern da auch noch so ein paar Zwischentöne. Und ich habe so sehr zwischen beiden Händen gegroovt. Das werde ich ja bei diesem Video auch zeigen. Was ich da gemacht habe und vor allen Dingen, wieso ich das gemacht habe, das werde ich dir jetzt sagen. Nämlich, ich empfehle dir sehr, wenn du das zumindest möglichst originalgetreu spielen möchtest, hör dir den Refrain jetzt ein paar Mal an, ja. Geh mal bei YouTube im neuen Fenster kurz Justin Bieber ein, Love Yourself, und hör dir irgendeine Version an. Es gibt ganz viele Versionen von ihm hier, schöne Live-Versionen, aber insgesamt spielt der Gitarrist immer das Gleiche. Und achte auf den Rhythmus. Ja, und das ist dann 'cause if you doom. Don't the way, und that is, das ist so, 'cause if you like the way, guck mal, the way, erst nach way kommt der eigentliche Akkord. 'Cause if you like the way you look so much, oh baby, you should go and love yourself. Pass auf, und was ich nämlich hier jetzt mache, was die Gitarre anders macht, ist, dass ich manchmal die Betonung auf beiden Händen oder auf der rechten Hand und manchmal nur auf der linken Hand habe. Ja, und das empfehle ich dir sehr und das zeige ich dir jetzt. Okay, also, den Rhythmus, finde ich, solltest du sehr gut einfach im Kopf haben, wenn du es originalgetreu spielen möchtest. Man kann das auch ein bisschen anders spielen. Man kann einfach die Akkorde spielen, die ich dir übrigens jetzt gleich natürlich zeigen werde. 'Cause if you like the way you look so much, oh baby, you should go and love yourself. Guck mal, das ist nicht so originalgetreu. Aber ich find's auch cool. 'Cause if you like. Bum, bum, tschak, budu, budu, bum, tschak. Links, links, rechts. Ja, kommen wir gleich zu. Also, die Akkorde. 'Cause if you like. E-Dur. Kennst du schon, ne? H, E, Gis. Der linken an das E. 'Cause if you like the way. H-Dur, H-Dis-Fis, guck, einfach nur hier oben die beiden runter. You look, look that. Das ist Cis-Moll, Cis-E-Gis, dann E-A-Dur, A-Cis-E. So, pass auf, und das solltest du jetzt erstmal üben, also Video gerne pausieren, dann E-H-Cis-Moll und A. Das sollte jetzt dein Ziel sein, dass du das so spielen kannst. Auch schön sauber. Ja, sauber heißt nicht so, sondern schön alle Tasten genau gleichmäßig und sauber anschlagen. Und auch vom Rhythmus her. Guck mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schön erstmal im Takt, ja? Also, das solltest du so sicher spielen können. Dann geht's weiter mit den Akkorden. Nächster Teil, wieder fängt wieder mit E-Dur an. E-Dur, direkt H-Dur und wieder E-Dur. Allerdings würde ich das E-Dur nicht so spielen, sondern das Gis hier runterholen. Ja, also. 2, 3, nochmal. 2, 3, nochmal.
Ja, ich mache das gerade relativ schnell. Ich glaube, das wirst du auch relativ schnell hinkriegen, weil wir schon im dritten Teil sind und du vorher schon ähnliche Reihenfolgen schon gespielt hast hier oben. So, und das war's schon und das wird wiederholt. Guck mal. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Ja, das wäre der erste Durchgang. And if you think that I'm still holding on to something, then you should go and love yourself. Und das war die zweite Hälfte des Refrains. Ja, also, diese Akkordfolge wird quasi zweimal gespielt. Das war jetzt so mit einem sehr geraden Rhythmus. Und jetzt kommen wir zum Rhythmus. Also, pass auf, erstmal die Variante, wo ich vorhin gesagt habe, die ist nicht so originalgetreu, aber trotzdem cool am Klavier zu spielen einfach, ne? 'Cause if you like, it looks so much, oh baby, you should go and love yourself. Ja, das ist eher so ein bisschen, was ich so intuitiv mache. Und zwar, was mache ich? Guck mal, im nächsten Schritt solltest du natürlich, bevor wir den Rhythmus machen, auch mal mit beiden Händen diese Akkorde spielen, natürlich. Das ist klar. You should go and love yourself. Ja, ohne mit dem einfachen Rhythmus. Und nämlich jetzt ist die Kunst mit beiden Händen. 'Cause if you like the... Guck mal, links, links, rechts, boom, boom, tschak, boom, tschak. Ja, das ist, links ist Boom und rechts ist Chuck. Wie am Schlagzeug, die Bassdrum und die Snare. Boom, Chuck, ne? Boom, Boom, Chuck, Boom, Chuck. Boom, Boom, Chuck, Boom, Chuck. Links, links, rechts, links, rechts. Das nächste, links, links, rechts. Überall das gleiche. Links, links, rechts, links, rechts. Links, links, rechts. So, und pass auf, dann spiele ich hier in der linken noch die Oktave, nicht nur den einzelnen Basston. Und dann nehme ich noch das Haltepedal ein bisschen dazu. Und zwar bei jedem Akkord drehe ich das noch. Jetzt und jetzt. Ne, wenn ich jetzt sage, lasse ich es los und drücke sofort wieder. Jetzt, 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 jetzt. Immer wenn der erste neue Basston gespielt wird. Ja, jetzt bei dem E habe ich einfach nur mal den Akkord oder den Basston gehalten. Ja, dann nähern wir uns dem Originalrhythmus ein bisschen näher. Also ich finde das definitiv schon mal ein ziemlich cooler Rhythmus, der großen Spaß macht, so wie man das Stück auch definitiv auf dem Klavier spielen kann, auch begleiten kann. Guck mal, noch eine Sache, was habe ich in der rechten Hand noch gemacht? Hier zum Beispiel beim Cis-Moll. Ich habe dir Cis-Moll vorhin so gezeigt. Cis, E, Gis. Jetzt habe ich das Gis hier unten aber gedoppelt, also zusätzlich gespielt. Also so, vier Töne gleichzeitig in der rechten Hand. Mach das ein bisschen fetter, guck mal. Drei Töne, vier Töne. Ja, und wo wir gerade dabei sind, was ich auch ganz gerne mache, beim A-Dur, und das sind jetzt diese fortgeschrittenen Zusatztöne, dass bei A-Dur, dass ich hier das H dazu nehme. Ohne H. Ja, sogenannte A, add 9. Add ist addier, ich addiere oder hinzufüge den neunten Ton hinzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das ist H. Allerdings füge ich es hier unten hinzu. Ja, und da sind wir schon bei der Variante, die ich vorhin ganz am Anfang vorgespielt habe, so was man daraus machen kann quasi. Das sind diese Kleinigkeiten, die ich noch dazugenommen habe. Und wenn ich jetzt sage, ich habe hier das Gis gedoppelt, dann kann es sein, dass ich auch mal bei anderen Akkorde so, aber das ist eher so spontan auch mal einen Ton dopple. Wenn du dich fragst, hey, wie geht das? Das ist natürlich Routine einfach, dass man oft viel mit Akkorden, auch Umkehrungen spielt und so weiter. Ne? Dann kannst du dir auch die Fähigkeit aneignen, dass du selbst
irgendwann sehr schnell so frei spielen kannst. Pass auf, es geht weiter. Jetzt kommt der etwas originalgetreuere Rhythmus. Ja, nämlich 'cause if you like the way you look so much. Ja, und zwar, pass auf. 'Cause if you like. Erst der Basston, dann kurz der Daumen auch mit dem E. Aber auf dem Hauptschlag hier oben der E-Dur-Akkord. Dieser E-Dur-Akkord. 'Cause if you like. Ba-dum-bum-bum. The way. Und hier ist dann the way. Nach way. Aber guck mal wie. The way. The way. Ah, das, guck mal, was für ein Feeling, ja? Deswegen meine ich, es ist ganz wichtig, dass du dir das Original gut anhörst, dass du diesen Groove einfach drin hast. 'Cause if you like the way. Da wird dein H-Dur gespielt, beziehungsweise ich habe es auch zwischenzeitlich nur mal mit der linken Hand gespielt und dann die rechte Hand nachgezogen. Das wäre dann so. 'Cause if you like the way. Links, rechts, ja, ganz einfach. 'Cause if you like. 'Cause if you like the way you look that, you links, links, rechts, links, 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 ja, links, links, rechts, A, ja, mit beiden dann A, der nächste Akkord. Und auch so vorgezogen, dieses A, ne? Guck mal, 1, 2, 3, 4. Wie, guck mal, wie das A, das kommt leicht versetzt früher, merkst du das? 'Cause if you like, I like the way you look that much. Oh baby, nochmal. 'Does you like the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. You should go. Links und rechts und links und rechts und links, rechts, dann der Daumen und dann zweimal H, dann Akkord rechts und dann E-Dur, auch wieder so leicht vorgezogen. You should go and love yourself. You should go and love yourself. You should go and love yourself. Ja. Das ist es eigentlich, das ist der Rhythmus, ja. Was ich jetzt zeige, ist einfach, dass ich habe versucht quasi, und was anderes kann man ja nicht machen, also ich weiß gar nicht, ich denke, habe davon noch keine Piano-Version irgendwie im Original gefunden von Justin Bieber. Ich habe einfach nur versucht, das Original-Gitarrenriff jetzt hier auf das Klavier zu übertragen. Das heißt versucht, also ich denke, das ist ein Weg. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Ich sehe schon wieder die Kommentare, ja, aber ich habe die offiziellen Noten, da steht das anders drin. Ja, das kann sein, weil die offiziellen Noten von einer Person geschrieben werden, nicht von Justin Bieber, auch nicht von einem Gitarristen von Justin Bieber, sondern von einer Person, die auch ungefähr versuchte, etwas zu machen und vor allen Dingen auch noch zu berücksichtigen, dass es in Noten schön aussieht und meistens klingt es dann sogar weniger nah am Original. Viele offizielle Noten haben noch lange nicht das originale Feeling irgendwie berücksichtigt, nur ja zum Teil der Einfachheit halber, ne? Weil die sagen ja, hier, wir dürfen es unseren Kunden, unseren Klavierschülern, die diese Noten kaufen, nicht zu kompliziert machen. Wenn die originalen Noten sehen würden, dann würden sie die direkt wieder weglegen und gar nicht kaufen, weil die zu kompliziert aussehen. Kann sein. Nämlich in Notenschrift sieht gerade sowas hier mit diesem Rhythmus. Ja, sehen gerade solche Kleinigkeiten sehr, sehr kompliziert aus einfach. Wenn man sie überhaupt darstellen kann. Okay, also pass auf, ich spiele mal alles komplett vor. 'Cause if you like. Und übrigens, wenn ich sage, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, dann möchte ich dir damit auch noch selbst sagen, hör es dir vor allen Dingen gut an, mehrmals, und spiel es so raus. Mach dich nicht irgendwie an einer Sache fest, dass du sagst, ah, diese eine Note kriege ich irgendwie nicht gegriffen oder ich schaffe das nicht. Das ist gar nicht so wild oft. Ja, das, solange du das Gesamtfeeling beibehältst, ist alles im Lot. Also. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. 2, 3.
links, rechts. Einfach so zwischendurch, ne? And love yourself. And if, ja, kann man, das ist. And if you think that I'm still holding on, oh baby, you should go and love yourself. Und dann kommt die Strophe wieder. Ja. Okay. Gut, also ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Ab dem nächsten Video geht's weiter mit der Melodie, wie wir die hinzufügen. Da müssen wir zum Teil sowas hier auch wieder ein bisschen umschmeißen. So kannst du einen Sänger begleiten oder dich selbst am Gesang oder einen anderen Instrumentalisten oder du kannst einfach zum Original mitspielen oder einfach so Spaß haben. Ich finde, es macht auch total Spaß, das einfach so zu spielen. Also in dem Sinne viel Spaß beim Üben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Ich freue mich jederzeit über deinen Kommentar. Ja, vor allen Dingen, wenn irgendwas nicht geklappt hat, schreib es gerne rein. Oder wenn etwas besonders gut geklappt hat, ja, ist natürlich immer schön zu hören. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, gib ihm einen Daumen hoch. Und vor allen Dingen besuch meine Seite werdemusiker.de. Das würde mich sehr freuen. Links in der Videobeschreibung. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.